Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam süße Bären und Hasencharms aus Polymer Clay. Für den Körper von Hase und Bär verwende ich Zanizahara. Zudem verwende ich noch viel Muleda-Effekt in zwei unterschiedliche Farben, das waren Reste und die mische ich einfach zusammen, und Fimo Neonblau. Los geht's mit Zanizahara, wir formen den Körper. Ich lege mir immer schon ein paar Stücke zurecht, damit ich nicht andauernd nachschneiden muss. Wir formen uns einen großen und einen kleinen Zylinder und beim kleinen Zylinder schneiden wir uns einfach die Seiten weg. Für die Hasenfüße benötigen wir zwei große Kugeln und für die Arme benötigen wir zwei kleine Kügelchen. Als Körper verwenden wir nun den flach zugeschnittenen Zylinder. Wir schnappen uns jetzt die großen Kügelchen und rollen sie zu einem langgezogenen Tropfen, kann man sagen, zu. Und diese zwei Tropfen kleben wir an der Spitzenseite zusammen, so wie hier. Ich drücke es einfach ein bisschen fest und drücke es danach flach. Schon haben wir unsere kleinen Hasenfüße. Jetzt noch abfallend abschneiden und schon kannst du den Körper darauf platzieren. Weiter geht's mit unseren Ärmchen. Die Kügelchen kannst du mit Fimo Liquid am Körper platzieren. Du kannst aber auch mit einem Dotting Tool im Vorfeld bereits eine kleine Mulde machen und dort dann die Kügelchen platzieren. So halten sie auch schon ein bisschen besser. Dort, wo du später den Kopf platzieren wirst, nämlich ganz oben, kannst du mit einem Zahnstocher oder mit einer Nadel kleine feine Löcher machen, ein bisschen aufrauen, damit später das Blütenblatt besser hält. Für die Blume bzw. das Blütenblatt musst du Fimo Neonblau dünn ausrollen und mit einem Blumenausstecher ausstechen. Falls die Ränder franzig sind, kannst du so wie ich hier die Ränder noch ein wenig mit einem flachen Gegenstand glätten. Auch die Blüte raue ich an der Unterseite ein wenig auf und verwende Liquid Fimo als Kleber. Wenn sie dann oben am Körper befestigt ist, kannst du die Oberseite wieder aufrauen. Nun folgt der Abschnitt mit dem Kopf. Ein wichtiger Bestandteil eines Hasen sind die großen Lauscher. Dafür rollen wir uns eine kleine Schlange aus und schneiden sie in der Mitte durch. Beide Ohren rolle ich jeweils an einer Seite dünn zu, gebe sie zusammen und schneide sie abfallend ab. Du kannst es im Anschluss noch ein bisschen verstreichen, damit er später besser am Kopf zusammenhält. Nun fügen wir beides auch schon zusammen, den Kopf mit den Ohren. Drücke es ein wenig flach an, befestige es mittig hinten am Kopf und verstreiche es auf der Rückseite mit einem Dotting-Tool oder mit etwas Spitzem, mit einem Zahnstocher, je nachdem, was du zu Hause hast. So, diesen kleinen süßen Kopf fehlen jetzt die Augen und die Nase. Wir beginnen mit den Augen. Zunächst mache ich mir ein kleines schwarzes Kügelchen aus Fimo. Dieses schneiden wir in der Mitte durch und aus diesem entstehen dann wieder zwei kleine Kügelchen. Das sind unsere Augen. Ich schnappe mir Fimo Liquid und verteile es im ganzen Gesicht des Hasen, da er später auch noch in der Nase folgt. Für die Nase nimmst du dir Fimo Neon Rosa, machst ein kleines Kügelchen, rollst es kurz, damit es ein bisschen länger ist und platzierst es in der Mitte. Für die Augen machen wir zwei kleine Grübchen und fügen unsere kleinen schwarzen Fimo-Kügelchen direkt in diese Mulden. Kurz drauf drücken und schon ist er fertig. Jetzt feiern wir quasi Hochzeit zwischen Kopf und Körper. Ein bisschen Fimo Liquid auf die Blüte und den Kopf dann direkt auf der Blüte platzieren. Ich finde, er ist ziemlich niedlich geworden. Süßer kleiner Hase.
Weiter geht's mit dem Bären. Der Aufbau des Körpers ist sehr gleich, die Beine sind lediglich ein wenig kürzer und die Ohren sind klein und rund. Für die Ohren mache ich mir kleine Schnitte im Kopf des Bären. Du kannst hier so ein Werkzeug wie ich verwenden oder einfach mit einem Cuttermesser kurz reinschneiden. Die Ohren bestehen aus einer Kugel, die ich in der Mitte durchgeschnitten habe und mit einem Dotting-Tool in der Mitte kleine Grüppchen gemacht habe. Damit die Ohren besser halten, verwende ich hier Fimo Liquid. Ich stecke die Ohrenhälften direkt in diese Schlitze rein und die halten dann perfekt, ich schwör's. Für die Öse mache ich mir hier bereits ein kleines Loch, du kannst es aber auch später mit dem Handbohrer machen. Für den Mund rollst du dir eine kleine dünne Wurst aus schwarzem Fimo aus und schneidest dir kleine Stückchen her. Ich platziere hier die kleinen Stückchen, also ein längeres in der Mitte und zwei kleine links und rechts davon, damit es wie ein Teddybärenmund aussieht. Ganz oben erfolgt dann noch ein kleines Kügelchen, das seht ihr dann gleich noch. Das platziere ich dann mit Fimo Liquid. Ich setze es bewusst erst danach, da es mir sonst zu sehr verrutscht. So, und jetzt kommt auch schon die Nase mit dick drauf. Direkt über der feinen Linie in der Mitte. Für die Augen machen wir uns zwei Mulden und setzen unsere kleinen schwarzen Kügelchen rein. Kurz festdrücken. So, sieht doch gut aus. Du kannst für unseren Zylinderkörper nun schon wieder Beinchen und Ärmchen vorbereiten. Das wären vier Kügelchen. Vier kleine Kügelchen in dem Fall. Und du kannst mit dem Dotting-Tool nun oben bereits Mulden machen. Dort kommen dann unsere Bärenärmchen rein. Ich mache hier noch ein bisschen Fimo Liquid dran, damit es besser hält. Und platziere dann die Kügelchen. Kurz festdrücken. Nicht zu fest. Pup, pup. Fertig. So. Und jetzt kann es auch schon weitergehen. Ich habe hier zwei Kügelchen ein bisschen ausgerollt und unten als Beine platziert. Vergiss nicht die Rückenansicht, die sieht übrigens beim Hasen genau gleich aus. Da habe ich auch einfach ein Kügelchen hinten dran gesetzt. So, und jetzt geht es auch schon weiter mit unserer Blume. Die habe ich in diesem Fall aus Fimo-Leder-Effekt Resten gemacht. Olive und Wassermelone, einfach zusammengemixt. Und mit Mixen meine ich einfach ein bisschen verkneten. Dünn ausgerollt und dann die Blume ausgestochen. Für einen besseren Halt habe ich hier eine andere Variante gewählt. Ich habe die Blumen draufgesetzt und dann eine Mulde mit dem Dotting-Tool gemacht. Das Ganze mit Fimo Liquid aufgefüllt, ein kleines Kügelchen reingelegt. Wenn hier etwas drüber steht, kein Problem, einfach ein bisschen abschaben, abschneiden. Und dann den Kopf direkt anbringen. Ich habe sie übrigens bei 110 Grad im Ofen gehabt und nicht bei 130, so wie Leder-Effekt eigentlich gebacken werden müsste. Hat trotzdem gepasst. Wenn sie abgekühlt sind, kannst du sie dann mit Fimo Klarlack lackieren. Danach die Schraubösen mit Sekundenkleber reindrehen und schon sind deine Charms fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
looking for.